Auch von mir ein herzliches Grüß Gott hier in der Flugwerft Schleißheim. Ja, Gustav Weißkopf anzuerkennen als den ersten Motorflieger der Geschichte, das ist es, was die Befürworter dieser These ja vom Deutschen Museum seit langem teilweise recht vehement einfordern. Und manch einer mag dabei vielleicht ein wenig das Gefühl haben, im Deutschen Museum wäre es ein bisschen so wie mit einem trägen alten Dinosaurier, der nicht mehr so recht auf der Höhe der Zeit ist und dem man da ein wenig auf die Sprünge helfen müsste. Nun, ich arbeite seit über 25 Jahren hier im Haus und ich muss gestehen, dass ich schon auch hin und wieder das Gefühl habe, das Museum könnte hier und da etwas dynamischer agieren. Allerdings mit dieser Angelegenheit hat das nichts zu schaffen. Oskar von Miller hat mit seinem Deutschen Museum ein technisches Museum geschaffen und von daher stehen wir in der Pflicht, eine solche Anforderung aus dem Blickwinkel der Technik zu bewerten und zu beurteilen. Gesetzter Fall, das Deutsche Museum vertritt einen Motorflug durch Gustav Weißkopf als historisch feststehende Tatsache, dann werden danach Leute aufs Museum zukommen und werden sagen, nun, wie hat denn eigentlich die Technik von diesem Apparat genau funktioniert? Ihr seid doch das Deutsche Museum. Und für mich ist es absolut undenkbar, dass das Deutsche Museum in dieser Situation antworten muss, wir wissen es nicht. Wenn man aber nun diesen Apparat Nummer 21 oder vielmehr die Informationen, die uns aus den erhaltenen Quellen darüber vorliegen, näher betrachtet, dann gibt es da eine ganze Reihe von Punkten, zu denen wir sagen müssen, wir wissen es nicht. Schauen wir uns vielleicht erstmal an, was Gustav Weißkopf denn eigentlich über diesen Apparat fordert. Im Frühjahr 1902 hat er einen langen, ausführlichen Brief an den American Inventor geschrieben. Der wurde dort auch veröffentlicht. Und da nimmt er auch Bezug auf diesen Apparat Nummer 21, der zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr aktuell war. Es war also nach der Einsatzkarriere, sage ich mal, dieses Fluggerätes. Und da schreibt er zu dem Apparat, it made four trips. Es hat vier Trips wohl zu übersetzen mit Flüge gemacht. Der längste davon über 1,5 Meilen am 14. August 1901. Das deckt sich mit zwei weiteren Zeitungsartikeln, in denen insgesamt diese vier Flüge beschrieben sind. Der erste ist erschienen im Minneapolis Journal am 26.07.1901 und hier werden zwei Flüge, die unbemannt durchgeführt worden sein sollen, beschrieben und zwar im Mai 1901, am 3. oder an einer anderen Textstelle heißt es am 8. Mai. Das ist übrigens vor dem Zeitpunkt der Aufnahmen, die uns John Brown vorhin gezeigt hat. Nun, wie gesagt, zwei Flüge werden berichtet aus dem Mai 1901, noch vor diese Fotos entstanden sind, die uns Herr Brown gezeigt hat und von denen er gesagt hat, danach könnte noch was dazugefügt worden sein. Bereits bevor diese Bilder entstanden sind, sind also zwei unbemannte Flüge hier berichtet. Der zweite Flug habe mit einem Zusammenstoß mit einem Baum geendet, damit waren die Versuche für diesen Tag erledigt. Die zweiten zwei Flüge werden beschrieben im Sunday Herald. Sie haben den Artikel alle auf ihren Sitzen vorgefunden und können sich da auch selber ein Bild draus machen, wie das wohl abgelaufen sein mag. Der erste Flug war wiederum unbemannt, der zweite bemannt mit Gustav Weißkopf an Bord. Macht summa summarum vier Flüge, von denen er selber sagt, einer davon sei bemannt gewesen. Es geht faktisch um einen Flug in diesem Apparat Nummer 21. In dem Artikel ist dann zu lesen, dass ein Zusammenstoß mit einem Baum vermieden worden sein konnte, weil der Pilot an Bord war. Schauen wir uns also diesen Flugapparat, mit dem das Ganze geleistet worden sein soll, einmal aus der Nähe an. Hier sehen wir zunächst einmal einen Eindecker mit fächerförmig konstruierten Flügeln, ein ganz ähnlich aufgebautes Höhenleitwerk. Das Ganze ist befestigt an einem spindelförmigen Rumpf. Links und rechts vorne eine Luftschraube zu erkennen, dazwischen schemenhaft eine Antriebsmaschine für die Luftschrauben. Das ganze Ruder auf vier Rädern, die im Rumpfboot eingebaut sind. Und unten am Rumpfboot sieht man hier auch wieder schemenhaft einen weiteren Antriebsmotor, der die Räder angetrieben haben soll. In der ganzen Anmutung erinnert dieser Apparat natürlich sofort an die Gleiter Lilienthals. Und man kann also sagen, Weißkopf war gut beraten, sich diese Form herauszusuchen, denn die Lilienthal-Gleiter sind ja nun mal verbürgt geflogen. Die richtige Form zu haben, ist allerdings hier nur die halbe Miete. Genauso wichtig ist es, dass die Konstruktion des Flugapparates in der Lage ist, diese Form unter den selbst erzeugten Auftriebs- und Widerstandslasten beizubehalten. Schauen wir uns also mal den Apparat näher an. Wir haben ja heute bereits gesehen, wie eng sich Weißkopf an Lilienthal gehalten hat. Hier haben wir nochmal die beiden Apparate übereinander projiziert. Der Flügelgrundriss ist praktisch identisch und bis zur Anzahl der Rippen ist eben der Konstruktionsansatz von Lilienthal hier nachvollzogen. Ob denn nun die Festigkeit ausreichend war, dazu muss man eben zunächst mal sich klar machen, dass Lilienthals Gleiter wesentlich kleiner waren.
Und überall im Bereich der Technik, wo es darum geht, einen kleinen Grundentwurf hoch zu skalieren, muss man ein besonderes Augenmerk haben auf die Festigkeit der Konstruktion, die man da baut. Man tappt da sehr leicht in die Falle. Schauen wir mal, ob Gustav Weißkopf das wohl beherzigt hat. Nehmen wir uns dazu zunächst mal Lilienthals Vorbild vor. Ganz charakteristische Bauteile an Lilienthals Gleiter sind diese Profilschienen, die wir hier auf der Flügeloberseite dunkel sehen. Auch Lilienthals Gleiter waren verhältnismäßig elastisch und weich. Und erst diese Profilschienen, die die einzelnen Profilrippen miteinander verbunden haben und ihnen eine feste Platzierung zugewiesen haben, haben es Lilienthal ermöglicht, dem weichen Flügel überhaupt eine exakte Profilierung zu erteilen. Außerdem bildeten diese Profilschienen in Richtung Flügeltiefe einen Festigkeitsverband, der dafür gesorgt hat, dass der Flügel eben stabiler geworden ist. Schauen wir auf die Flügelunterseite, dann sehen wir die Drahtverspannung der Lilienthal-Gleiter. Die Weidenrippen, die Lilienthal verwendet hat, wären ja an sich viel zu weich gewesen, um die Lasten zu tragen. Die Festigkeit hat die Konstruktion erhalten durch Spanndrähte. Sie sind in zwei Gruppen verlaufen, die innere Gruppe zur inneren Profilschiene, eine weitere zur äußeren Profilschiene. Es war zwar nicht jede einzelne Rippe abgespannt, aber durch die Profilschienen verbunden war so doch jede Rippe, die über die Profilschiene gelaufen ist, an ihrem Ort orientiert, gebunden, fixiert. Etwas schematisiert kann man sagen von vorn, die Rippen waren an drei Punkten befestigt, an dem inneren Gelenk und an zwei weiteren Punkten entlang ihrer Länge. Nur in diesen kleinen Bereichen zwischen diesen Abspannpunkten oder zwischen diesen Fixpunkten ist die Konstruktion auf die Biegefestigkeit dieser Rippen angewiesen. Schauen wir uns im Vergleich dazu den Weißkopfapparat an, dann fällt hier zunächst mal auf, dass es sowas wie Profilschienen hier nicht gibt. Die einzige Möglichkeit, das Flügelprofil zu beeinflussen, besteht darin, die Längen der Spanndrähte zu variieren und anzupassen. Sowas wie ein Festigkeitsverbund in Richtung Flügeltiefe existiert damit hier auch nicht. Jede einzelne Rippe hat die Freiheit, sich unter Last zu verformen und zu verschieben, unabhängig von der Position der Nachbarrippe, mit allen Konsequenzen auf das Flügelprofil, das dabei verändert wird und so weiter. Schauen wir auf die Flügelunterseite, dann ist festzustellen, dass jede Flügelrippe nur mit einem Spanndraht abgespannt ist. Und von vorne schaut das dann eben im Vergleich so aus. Ein Gelenkpunkt innen, ein Fixpunkt außen. Im Größenvergleich zu Lilienthal stellen wir fest, dass diese ungestützte Länge dieser Rippe zwischen den Fixpunkten etwa dreimal so groß ist wie beim Lilienthal-Gleiter. Die Masse des Apparates liegt mit etwas über 300 Kilo, zumindest war der Nachbau, der erprobt worden ist in dieser Gewichtsregion, etwa dreimal so schwer wie der Lilienthal-Gleiter. Und die Biegemomente, die wieder auf diese Rippen in diesem freien Bereich einwirken, sind proportional zu dieser freien Länge multipliziert mit den Lasten, die darauf angreifen. Das heißt, die Biegebelastung potenziert sich aufgrund der Vergrößerung hier. Sie wächst nicht etwa nur in der Größe der Spannweite mit an. Nun gibt es ja bekanntermaßen kein Flugfoto, das uns zeigt, wie dieser Flügel unter Last denn an der Maschine Nummer 21 ausgesehen hat. Gustav Weißkopf hat uns aber trotzdem ein fotografisches Dokument hinterlassen, an dem dieser Flügel unter Last zu sehen ist. Hier ist es. Das ist ein Weißkopfapparat, der im Jahr 1905 erprobt worden ist im Autoschlepp. Und auch zu diesem Zeitpunkt verwendete er noch genau die identische Flügelkonstruktion. 9 Rippen, Lilienthalscher Flügelgrundriss, Spannturm, Bugspriet, Drahtverspannung. Hier haben wir nochmal ein etwas besseres Bild. Und hier können Sie nun verfolgen, was denn die Rippen unter Last machen. Die biegen sich hier dramatisch nach oben. Die Abstände der Rippen untereinander verschieben sich, ohne dass da irgendwas dagegen zu unternehmen wäre. Beachten Sie, wie sich die Stoffbespannung zwischen den Rippen hier aufbläht und da etwas entstehen lässt, was wohl auch ein Wohlmeinender kaum noch mit dem Begriff Flügelprofil umschreiben will. Schauen Sie sich an, wie sich der Bugspriet hier unter der Last durchbiegt. Und doch ist der Apparat noch nicht mal in der Luft. Die Hinterräder rollen am Boden. Angesichts dieses Bildes muss man sagen, dass auch 1905 Weißkopf die Festigkeitsproblematik dieser Flügelkonstruktion nicht im Griff hatte. Und der Flügel, so wie hier zu sehen ist, ist sicher nicht in der Lage, ein Flugzeug im freien Flug durch die Luft zu tragen. Belegt wird das Ganze durch die Erprobung des Nachbaus. In der ersten Version, mit der Horst Philipp die Erprobung angefangen hat, hat die Konstruktion in allen Einzelheiten weitestgehend dem überlieferten Originalzustand entsprochen. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass bei einem Schlepp das Flugzeug zerbrochen und zusammengeklappt ist. Erst nachdem wichtige Bauteile großzügig verstärkt worden sind, nachdem die Drahtverspannung des Apparates verdreifacht worden ist, war die Struktur der Maschine in der Lage, das eigene Gewicht zu tragen.
Der nächste große Punkt ist natürlich der Antrieb. Was wir von Weißkopf da zu sehen bekommen, ist das hier. Weißkopf präsentiert eine Antriebsmaschine, die normalerweise im Rumpf eingebaut ist. Die dient dazu, die Räder des Fahrwerkes anzutreiben. Und im Hintergrund auf der Rumpfoberseite ist die Antriebsmaschine für die Propeller zu sehen. Das waren nun keine Verbrennungsmotoren, wie wir sie heute kennen. Das waren im Prinzip Dampfmaschinen. Um das große Gewicht für einen Dampfkessel einzusparen, gibt Weißkopf an, er habe einen Generator entwickelt, der ein Druckgas erzeugt und dieses Druckgas ist zum Betrieb der Maschinen da anstelle des Dampfes aus einem Kessel. Weißkopf sagt auch, er habe diesen Antrieb eben mit sehr geringem Gewicht realisieren können. Er gibt dazu sehr konkrete Zahlenangaben an. Und da heißt das Gesamtgewicht des Antriebes mit 20 Pfund Carbid als Betriebsstoff beträgt 4 bis 5 Pfund pro PS. Das US-Pfund hat 453 Gramm. Daraus ergibt sich, wenn man denn die Antriebsleistung des Radantriebes und des Propellerantriebes zusammenzählt, 30 PS. Und bei diesen Eckdaten hat man dann ein maximales Antriebsgewicht von 68 Kilo aus den Angaben von Gustav Weißkopf. Dann gibt er Zahlen an für die einzelnen Antriebsmaschinen. Radmaschine 10 Kilogramm, Propellerantrieb 16 Kilogramm, die Luftschrauben 2 × 5,5 Kilogramm. Die Werte sind alle recht niedrig, aber belassen wir es mal dabei. Wenn man die zusammenzählt und vom Gesamtgewicht abzieht, dann bleibt für diesen Gasgenerator, der die Energieversorgung bewerkstelligen soll, ein Gewicht von maximal 22 Kilogramm übrig. Zum Funktionsprinzip dieses Generators erfahren wir in den Quellen nicht allzu viel. Im Artikel vom Sunday Herald steht hier zu lesen, die Kraft wird entwickelt durch eine schnelle Folge von Gasexplosionen von Calciumcarbid. Das so erzeugte Gas wird in eine Kammer gedrückt, in der es mit einem chemischen Präparat in Kontakt kommt, dessen Bestandteile nur Weißkopf kennt. Der Kontakt produziert einen enormen und gleichmäßigen Kolbendruck. Mehr ist den Originalquellen nicht zu entnehmen. Versuchen wir also mal nachzuvollziehen, was da wohl passiert sein könnte. Wir haben einen Generator, betrieben worden ist der mit Calciumcarbid, das liegt in Festform vor, in solchen Brocken hier. Um damit was anfangen zu können, muss man daraus zunächst mal Acetylengas erzeugen. Das geschieht, indem Wasser hinzugefügt wird. Eine chemische Reaktion setzt ein, Acetylen wird freigesetzt und als Abfallprodukt verbleibt Löschkalk in dem Apparat. In den späten 80er Jahren wurde schon mal versucht nachzuvollziehen, wie denn dieser Antrieb von Weißkopf funktioniert haben mag. Und man hat unter anderem dabei auch bei der Firma Linde Technische Gase nachgefragt und hat da die Auskunft bekommen, dass man je Kilogramm Carbid, das man in Gas verwandeln will, für den Prozess 8 Kilogramm Wasser benötigt. Das heißt, für die 9 Kilogramm mitgeführten Carbid, die Weißkopf angibt, sind bereits über 70 Kilogramm Prozesswasser nötig. Damit haben wir aber noch kein Gerät, das das zu bewerkstelligen in der Lage ist. Eine Firma, die heute noch solche Acetylenentwickler baut, ist die Firma Glor in der Schweiz. Und hier haben wir ihr Spektrum. Ein Acetylenentwickler, der in der Lage ist, genügend Gas zu produzieren, um einen 20 PS Motor, und der ist ja im Flug nur aktiv, zu versorgen, wäre hier das Modell Triumph 1. Mit dem unvermeidlichen Pufferkessel, der hier nötig ist, ist das Gerät 1,30 Meter hoch und wiegt nach Angaben der Firma 100 Kilogramm. Auch wenn wir davon ausgehen, dass man für Fluganwendungen möglicherweise ein solches Gerät wesentlich leichter bauen könnte, gestehen wir zugunsten Weißkopfs mal ein Gerätegewicht von 30 Kilogramm ihm zu, dann hätte man mit diesem Prozesswasser immer noch bereits 2 Zentner Masse verbaut. Wir haben aber gerade eben erst die Ouvertüre zum Gasgenerator hinter uns. Wir haben das Acetylen erzeugt, das jetzt weiterverwendet werden soll. In der Folge müsste eine große Menge Verbrennungsluft, die für die Explosionen des Acetylengases ja nötig ist, dazu gebracht werden, irgendwie in diesen Generator hineinzuströmen. Wie das geht, wissen wir nicht. Dann gibt es ja eine geheime Chemikalie, die nur Weißkopf kennt. Es ist nicht klar, es ist ein Katalysator, der nur eine Reaktion anregen soll. Dann kann er zum Energiehaushalt nicht beitragen. Ist es ein Betriebsstoff, der mit in der Reaktion beteiligt ist, dann müsste er fortwährend zugeführt werden und würde die Massenbilanz auch wieder erhöhen. Und dann entsteht eben in diesem Generator eine große Menge Druckgas. Es geht in der Größenordnung um, sagen wir mal, 1000 Liter pro Minute. Der Druck, der erforderlich ist, wurde herausgefunden von Herrn Thalmann, der als angehender Ingenieur den Motor untersucht hat und seine Diplomarbeit darüber geschrieben hat. Der Druck wurde herausgefunden mit etwa 7,5 Bar.
Das gilt für den Radmotor, der eine einstufige Dampfmaschine im Prinzip ist. Der Propellerantrieb ist ein Verbundmotor. Da ist zwar die Gasmenge nicht höher, aber die Drücke, die notwendig sind, sind nochmal bei weitem höher. Wie das im Einzelnen funktioniert, würde ich Ihnen gerne erklären. Ich kann es aber nicht, weil ich es nicht weiß. Und ich bin damit nicht alleine. Seit diesen 115 Jahren, die seither vergangen sind, hat sich kein Chemiker, kein Physiker, kein Wissenschaftler und kein Ingenieur gefunden, der darlegen kann, wie ein technischer Prozess aussehen soll, der imstande ist, das zu leisten, was uns hier beschrieben worden ist. Man muss mit aller Klarheit sagen, die Energieerzeugung von Weißkopfs Antriebssystem liegt vollkommen im Dunkeln. Wir müssen also an dieser Stelle mal annehmen, die Gaserzeugung hätte funktioniert, um den nächsten Schritt sinnvoll betrachten zu können. Halt, nein, eins noch dazwischen. Weißkopf gibt uns nichtsdestotrotz sehr präzise Verbrauchszahlen von seinem Antrieb an. Im Cook County Herald schreibt er da, für 20 Stunden Flug mit 20 PS Motor, wie kommuniziert wird, braucht der Antrieb 20 Pfund Kbit. Damit hätte er eine Energieausbeute von 32 Kilowattstunden für jedes Kilogramm Kbit. Im Sunday Herald schreibt er ebenfalls 20 Pfund für 20 Stunden, da sind aber 10 PS Leistung angegeben, damit hätten wir eine Energieausbeute von 16 Kilowattstunden pro Kilogramm Kbit. Und an die deutschen illustrierten aeronautischen Mitteilungen schreibt er schließlich, er bräuchte 60 Pfund für 6 Stunden bei Betrieb eines 30 PS Antriebs. Rechnet man das um, dann kommt man auf eine Energieausbeute von 4,8 Kilowattstunden pro Kilogramm. Sie sehen also, dass diese Verbrauchsangaben um den Faktor 6 streuen. Mir erschließt sich zumindest nicht, wie eine solche Streuung aus einem Versuchsbetrieb eines realen Antriebs resultieren könnte. Wenn wir wissen wollen, ob denn diese Zahlen überhaupt irgendwie im Zielgebiet liegen, dann müssen wir schauen, wie denn der Energiegehalt von Carbid ist. Ausgehend vom Energiegehalt von oder vom Heizwert von Acetylen und von der Ausbeute an Gas, die aus einem Kilogramm Carbid zu erwirtschaften ist, kommt man auf einen Energiegehalt von Carbid von 4,7 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und damit haben wir das etwas kuriose Ergebnis, dass die Antriebe Wirkungsgrade zwischen etwa bei 100 bis hinauf zu fantastischen 680% haben müssten. Und damit haben wir die Situation, dass eben mehr Leistung abgegeben wird, als zugeführt wird. Und das ist physikalisch nicht möglich. Diese Angaben können keiner realen Verbrauchsmessung entstammen. Nur als Anhaltspunkt, wie denn ein realistischer Wirkungsgrad ausgeschaut haben mag. Knapp 20 Jahre später habe ich die erste Dokumentation gefunden über eine Verbrauchsmessung eines Acetylenantriebes. Hier wurde allerdings ein wohlbekannter Viertaktmotor mit Acetylengas befeuert, auf einer Bremse gemessen und der Verbrauch wurde gemessen. Und aus diesen Verbrauchszahlen ergibt sich für diesen Antrieb, wie gesagt, wohlbekannt und 20 Jahre später ein Wirkungsgrad von rund 16%. Das ist sechsmal mehr als auch Weißkopfs höchste Verbrauchsangabe ist. Schauen wir uns die Antriebsmaschinen an. Herr Braun hat ja gesagt, es sei wenig darüber bekannt und ganz so wenig ist es vielleicht auch nicht. Es sind im Prinzip Dampfmaschinen. Weißkopf hat eine sehr einfache Werkstattausrüstung und darum war er bestrebt, die Maschinen möglichst einfach zu gestalten und auch Bauteile zu verwenden, die er dann nicht selber herstellen muss, zumindest wenn sie einen hohen Aufwand an Präzision erfordern. Zubehörteile, die er aus dem Regal quasi genommen hat, waren hier oben die Zuströmrohre und die Steuerventile, die das Gas-Ein- und Ausströmen aus den Zylindern gesteuert haben. Diese Elemente aus dem Rohrleitungsbau schauen in groß etwa so aus. Hier sehen Sie eine Schnittdarstellung davon und da erkennen Sie auch gleich die Problematik von diesen Rohrelementen. Sie haben an jeder Fügestelle, und deren gibt es sehr viele in dieser Zuströmleitung, sprunghafte Querschnittsänderungen, Sie haben scharfe Kanten im Inneren, Sie haben raue Oberflächen. Das alles spielt im Installationsleitungsbau, wenn da ein paar Liter Wasser durchrinnen, keine Rolle. Wenn Sie da aber jetzt 1000 Liter Druckluft durchblasen wollen, dann bildet sich an jeder solchen Stelle Strömungsablösungen, Wirbel- und Drosseleffekte, die den Zustrom dieses Betriebsgases ganz, ganz drastisch einschränken. Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich, wenn man sich die Treibekähne anschaut, die Weißkopf als Steuerventile benutzt hat. Hier rechts erkennen Sie zum Beispiel, dass der Einlassquerschnitt in den eigentlichen Ventilkörper bereits wesentlich kleiner ist als der Rohrquerschnitt, der daran angeschlossen wird. Im Inneren hat das dann etwa so ausgesehen. Bei einer Nenndrehzahl von 700 Umdrehungen seien diese Ventile also 12 Mal pro Sekunde hin und her gestellt worden.
Und dabei waren die eben nie ganz auf. Im zeitlichen Mittel sind die Steuerschieber immer in einer Zwischenposition, etwa, wie gesagt, im zeitlichen Mittel halb offen. Das beengt den Durchströmquerschnitt noch ein weiteres. Es bilden sich noch mehr Wirbel, es gibt noch mehr Drosselung. Und Frank Thalmann, den ich vorhin schon erwähnt habe, hat in seiner Diplomarbeit herausgefunden, dass, wie er es heute einschätzt, auch bei gnädiger Betrachtung, der Druckverlust in diesem Zuströmteil bis zu den Zylindern bereits höher ist als die Druckdifferenz, die in dem Motor überhaupt nötig ist, um die Antriebsleistung zu erzeugen. Das ist nicht das einzige Problem des Antriebs. Eine Schwierigkeit resultiert aus den hohen Betriebsgastemperaturen. Das Betriebsgas ist ja gerade eben aus der Verbrennung von Acetylengas entstanden. Acetylen verbrennt mit Luft bei einer Temperatur von etwa 2000 Grad. Auch wenn man mit Luftüberschuss verbrennt und wenn etwas Zeit ist, um den Gasstrom ein wenig abkühlen zu lassen, muss man mit Betriebsgastemperaturen immer noch in Höhe von mehreren hundert Grad rechnen. Und da stellen sich dann Fragen zur Wärmeausdehnung zum Beispiel. Die Ventile, die ich eben dargestellt habe, sind angewiesen auf äußerst geringe Toleranzen, um abdichten und funktionieren zu können. Der geringste Verzug würde die zum Blockieren bringen. Da geht es um die Innenschmierung. Eine Dampfmaschine in dieser Ausfertigung kann man sehr leicht schmieren. Man mischt dem Dampf einen Ölnebel zu, der erreicht auf diese Art und Weise alle bewegten Teile im Innern und schmiert die sehr schön. Bei so hohen Betriebsgastemperaturen würde solches Öl sofort verbrennen und seine Schmierfähigkeit verlieren. Wie die also geschmiert werden konnten, ich weiß es nicht. Die Warmfestigkeit der Werkstoffe ist sicher ein Punkt. Die Kolbendichtungen und Kolbenstangendichtungen waren damals vorwiegend aus Hanf zum Beispiel, aus biologischen Materialien, die diesen Temperaturen ebenfalls nicht gewachsen sind. Und schließlich ist es so, dass diese Antriebsmaschinen basierend auf der Arbeit von Herrn Thalmann nachgebaut worden sind. Die konnten aber auch im eigentlich problemarmen Betrieb, sage ich mal, mit normaltemperierter Druckluft die angegebenen Leistungen und Drehzahlen bei weitem nicht zeigen. Ob also die angegebenen Leistungen wirklich zur Verfügung gestanden haben, ist unklar bis zweifelhaft. Auch hier müssen wir wieder annehmen, ja, tun wir mal so, als hätten wir die 20 PS gehabt. Damit kommen wir zum nächsten Teil in der Antriebskette, das wären die Luftschrauben. Auch dazu gibt Weißkopf Zahlen an. Die Antriebsleistung ist wie bekannt 20 PS. Die Nenndrehzahl läge bei 700 Umdrehungen und der Standschub der beiden Schrauben bei Vollleistung beträgt 350 Pfund, ist hier angegeben. Der Durchmesser wird mit 6 Fuß mitgeteilt und die Fotos zeigen hier einfache Luftschrauben, Paddelpropeller, die keine verbundenen Blätter haben, wie sie heute üblich sind, um die Blattanstellwinkel dem Luftstrom genau anzupassen. An dem unteren Blattelement, da sieht man praktisch genau auf die Eintrittskante, da ist recht gut erkennbar, da also keine Verbindung vorhanden ist. Und nach hinten sind diese hölzernen Blätter mit Drähten abgespannt. Aus diesen Angaben habe ich ein 3D-Modell generiert und Professor Epple von der Hochschule in Coburg war so freundlich, uns dieses Modell durchzurechnen. Ihm stehen die modernsten derzeit zur Verfügung stehenden Rechenverfahren zur Hand und er hat eben untersucht, welche Leistung denn dieser Propeller überhaupt erbringen kann. Zwei Punkte aus diesem Zahlenwerk möchte ich an der Stelle herausgreifen. Das ist zum einen natürlich der Standschubfall, für den wir Zahlenangaben von Weißkopf haben. Bei einer Drehzahl von 700 Umdrehungen, 20 PS, 350 Pfund, wie eben gehört. Das Rechenergebnis sagt, dass zum Erreichen von 700 Umdrehungen die Luftschrauben eine Leistung von 45 PS erfordern. Und die Rechnung sagt, dass bei diesen 700 Umdrehungen der Schub maximal 300 Pfund beträgt. Das heißt, mit den zur Verfügung stehenden 20 PS, wenn sie denn da waren, ist die erforderliche Drehzahl und die angegebene Schubleistung bei weitem nicht zu erreichen. Und mehr noch, auch wenn die Propeller vollkommen verlustfrei arbeiten würden, also moderner sind als die modernsten Luftschrauben, die uns gegenwärtig zur Verfügung stehen, dann wäre auch in dieser Situation die angegebene Schubleistung mit den 20 PS bei einem Propeller mit 6 Fuß Durchmesser nicht zu erzielen. Der zweite Betriebspunkt, der von Interesse ist, beim Erproben des Nachbaus hat Horst Philipp, nachdem er den Apparat zur Flugfähigkeit weiterentwickelt hat, geschaut, bei welcher Fluggeschwindigkeit und mit welcher Leistung, mit welcher Minimalleistung ist denn dieser Apparat, dieser ideale Apparat, muss man hier jetzt eigentlich sagen, denn noch in der Luft zu halten. Und er hat herausgefunden, dass das bei 52 Kilometern pro Stunde der Fall ist und dass der Schub, der dafür nötig ist, 720 Newton beträgt.
Das Rechenergebnis dazu: bei einer Fluggeschwindigkeit von 52 Kilometern sind die Luftschrauben in der Lage, nur knapp 700 Newton zu erreichen. Das ist nah dran, aber nicht ganz ausreichend. Die Leistung, die sie dafür bräuchten, läge mit 26 PS 30% über der angegebenen zur Verfügung stehenden Motorleistung. Das heißt, diese Luftschrauben sind nach heutigen Erkenntnissen nicht in der Lage, den Flugapparat in die Luft zu bringen oder in der Luft zu halten. Damit muss man also sagen, eigentlich alle Punkte des Antriebes, die man anhand der überlieferten Quellen untersuchen kann, deuten darauf hin, dass es nicht funktioniert hat. Die Antriebsfrage ist aufgrund der bisherigen Quellenlage bis auf Weiteres vollkommen ungeklärt. Schauen wir uns die Startmethode an, die Gustav Weisskopf beschreibt. In den Zeitungsartikeln ist dazu zu lesen, dass der Radantrieb der Maschine den Apparat beschleunigen soll bis zur Abhebegeschwindigkeit, und beim Abheben wird der Radantrieb abgestellt, die Luftschrauben werden eingeschaltet und der Apparat fliegt. Wohlgemerkt, beim Startanlauf selber stehen die Luftschrauben still. Daraus ergeben sich natürlich Probleme. Das erste Problem davon: der minimale Leistungsbedarf, den Horst Philipp erwähnt hat, der liegt bei 10.400 Watt. Die angegebene Leistung des Radantriebes liegt bei 10 PS, das sind 7.400 Watt. Das heißt, um die Maschine mit ausgeklappten Flügeln, sie ist eine Flugkonfiguration, auf diese Fluggeschwindigkeit zu beschleunigen, fehlen uns 3.000 Watt. Damit ist die Leistung des Radantriebs nicht ausreichend, um den Apparat in die Luft zu kriegen. Und hier kann man auch noch anmerken, die Starts, die in den beiden Zeitungsartikeln zu diesen vier Flügen beschrieben sind, finden alle hangabwärts statt. Das reduziert den Leistungsbedarf des Radantriebes beim Beschleunigen natürlich. Das bedeutet aber auch, dass bei diesen vier beschriebenen Flügen die anerkannten Voraussetzungen für einen Motorflug nicht erfüllt sind. Das zweite Problem, das wir mit dem Radantrieb haben: die Kraftübertragung von einem Rad auf den Boden erfordert einen Bodenanpressdruck, eine Radlast, damit die Reibung die Kraft übertragen kann. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt der Auftrieb an den Tragflügeln zu, die Räder werden entlastet. Definitionsgemäß ist der Radanpressdruck beim Abheben null. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt kann keine Vortriebskraft übertragen werden. Es wird also auch schon vorher ein Punkt erreicht worden sein, wo die Reibung nicht mehr ausreicht, um die nötige Kraft zum weiteren Beschleunigen zu übertragen. Die Räder drehen durch. Es ist ganz einfach so, dass kein Flugzeug mit einem Radantrieb zum Abheben gebracht werden kann, egal wie der Boden, egal wie die Räder beschaffen sind. Wenn wir dann trotzdem in der Luft sind, müssen wir irgendwie steuern. Was sagt Gustav Weisskopf denn dazu, wie er gesteuert hat? In dem Artikel vom Sunday Herald steht zu lesen: I had no means of steering by using the machinery. Ich hatte keine Möglichkeit, durch Benutzen der Maschinerie zu steuern. Klingt nicht nach Dreiachsensteuerung. Wem diese Formulierung zu nebulös ist, der möge fünf Tage später in der Evening Times nachlesen. Da nimmt Weisskopf Stellung zu Fragen, die während dieser fünf Tage an ihn herangetragen worden sind. Und da schreibt er nochmal: In my last flight, the machine was devoid of its steering apparatus. Ich bin jetzt kein Native Speaker, darum habe ich mich bei der Übersetzung rückversichert bei jemandem, der es wissen muss. Doktor der Linguistik Graham Pascoe, Dozent am Münchner Sprachen- und Dolmetscherinstitut, und der hat mir bestätigt, dass die einzige Möglichkeit, diesen Satz zu übersetzen, lautet: bei meinem letzten Flug fehlte der Maschine ihre Steuerungseinrichtung. Insbesondere habe ich mich rückversichert, ob denn eine Deutungsmöglichkeit bestünde, nach der zwar eine Steuerungseinrichtung eingebaut ist, die aber gerade nicht funktioniert habe. Dr. Pascoe hat mir bestätigt, dass der Originalsatz das nicht hergibt. Weisskopf sagt also nicht, er habe eine aerodynamische Steuerung gehabt. Nichtsdestotrotz berichtet er an anderen Textstellen über Steuerungsmöglichkeiten seiner Apparate. Da steht zum Beispiel vom Vogelschwanz, der auf- und abgebogen werden kann, um Steigen und Sinken zu dirigieren. Das ist technisch vollkommen richtig und sauber, nur an den Fotos der Maschine ist es eben nicht zu sehen. Das Leitwerk ist ja ohne Spannräte, ohne Steuerseile dokumentiert. In diesem Zustand hat es weder eine ausreichende Festigkeit, noch ist es steuerbar. Es erscheint logisch, dass man da später was dazu baut, dokumentiert ist es aber nicht. Diese Fotos sind spät im Mai entstanden, haben wir gehört. Die Flüge, die aber im Minneapolis Journal beschrieben sind, sind wie gesagt bereits Anfang Mai durchgeführt worden. Hier gibt es also eine erklärungsbedürftige Diskrepanz, wenn man sagt, hier wäre danach noch was eingefügt worden.
Außerdem sagt er auch, er könne mit einem Ruder steuern oder indem er einen der Propeller schneller drehen lässt als den anderen. Schauen wir uns zunächst das mit dem Ruder an. Auch dieses Ruder ist an der Maschine nicht zu finden. Wie am rechten Bild auf dem Foto zu erkennen ist, irgendwo im hinteren Bereich müsste man sie antreffen. Und es ist auch nicht zu finden auf der zeichnerischen Darstellung des Fluges, die ja angeblich auf einem Flugfoto basiert. Und die, man muss sagen, für damalige Zeitungsveröffentlichung, die technischen Details dieses Apparats ganz verblüffend exakt wiedergibt. Der Mitarbeiter von Weißkopf, Anton Bruckner, hat 1966 gegenüber Paul Garber vom Smithsonian Institution angegeben, ein Seitenruder sei unterhalb des Höhenruders verbaut gewesen. An dieser Stelle ist hier nichts zu sehen, obwohl es, wie gesagt, eine Darstellung aus erster Hand des Fluges sein soll. Die weitere Steuermöglichkeit durch Drehzahlunterschiede, auch das würde technisch funktionieren. Nun ist es aber so, dass Weißkopf uns seine Antriebsmaschine als Verbundmaschine beschreibt. Was bedeutet das? Hier haben wir den Radantriebsmotor, das ist eine einfache Dampfmaschine. Um den Wirkungsgrad zu steigern, hat Weißkopf dieses System ausgebaut zu einer Verbunddampfmaschine. Diese Bauweise war damals wohl bekannt. Dazu wird ein zweiter Zylinder von kleinerem Durchmesser angefügt. Hier wird nun das Druckgas zunächst in den Hochdruckzylinder geleitet, dort nur zum Teil entspannt. Danach weitergeleitet in den jetzt als Niederdruckzylinder fungierenden Teil, dort ganz entspannt. Voraussetzung dafür ist, dass im Moment des Ausströmens der andere Zylinder auch bereit ist, das Gas aufzunehmen. Das heißt, die Kolben müssen im Gleichlauf laufen, was hier gewährleistet ist durch eine durchgehende Kolbenstange. Baut man da auf der anderen Seite einen zweiten Kurbeltrieb ran und bringt Propeller an, dann ist man bei Weißkopfs Luftschraubenantrieb. Allerdings ist nun konstruktionsbedingt eine unterschiedliche Drehzahl der beiden Luftschrauben nicht möglich. Die sind ja stark gekoppelt. Dass das wirklich der Fall war, darauf deuten auch die Fotos des Apparates hin. Auf allen Fotos samt und sonders sind die Luftschrauben in einer symmetrischen Position. Das wäre bei einem Bild ein netter Zufall. Dass es aber kein Foto gibt, auf dem es anders ist, ist ein starker Hinweis darauf, dass diese mechanische Kupplung der beiden Luftschrauben wirklich vorhanden war und damit ein Steuern über Differentialschub nicht gegangen ist. Weißkopf selber teilt uns in dem Herald-Artikel mit, er habe durch Schwerpunktverlagerung gesteuert. In der Geschichte wird es gar so dargestellt, dass er bei dem Flug ad hoc das Steuern durch Schwerpunktverschiebung erfunden hätte. Lilienthal hat das natürlich schon Jahre vorher gemacht und auch viele andere Pioniere. Er schreibt uns, die Maschine reagiere auf die geringste Gewichtsverlagerung und sie sei äußerst sensibel gewesen. Der Papst für Schwerpunktsteuerung ist zweifellos Otto Lilienthal. Und Otto Lilienthal hat aufgrund seiner Erfahrung bereits 1893 in der Zeitschrift für Luftschifffahrt veröffentlicht, die Grenze für die Steuerung durch Gewichtsverlagerung liegt bei seinen Gleitern bei 7 Meter Spannweite und 2,50 Meter Flügeltiefe und das bei einem Gewichtsverhältnis des Piloten zur Flugmaschine von 4:1. Der Pilot ist hier also viermal so schwer wie der Apparat. Weißkopfapparat hat 11 Meter Spannweite, 4 Meter Flügeltiefe. Das Verhältnis vom Pilotengewicht zum Flugapparat liegt bei 0,32 zu 1 und ist damit 12-mal ungünstiger als bei Lilienthal. Das heißt, auf Lilienthals Erkenntnissen basierend muss man sagen, eine Schwerpunktverschiebung ist zum Steuern des großen Weißkopfapparates nicht tauglich. Damit hat man aber eigentlich keine Steuerungsmethode mehr, mit der man den Apparat in der Luft kontrollieren kann, zumindest keine, die mit den vorhandenen Quellen belegt und dokumentiert ist. Alles in allem bleibt mir nur das Resümee zu ziehen, dass die technischen Informationen aus den verfügbaren Quellen mit einer Flugtauglichkeit des Apparats Nummer 21 nicht in Einklang zu bringen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.